Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Schwarze Edition. Wir begeben uns jetzt auf die große Zylinderbrücke. Los geht's. Und sie wird schön 3D. Ja. Also ich soll am Wochenende abends nicht hier aufkreuzen. Ja, können wir morgen mal machen. Morgen ist ja wieder Samstag. Ist das, geht's es? Ja. Okay. Nitro-Ladung als TM, geil! Ja, ich hab die Attacke selber bei Flampirex und bei Zebret. Geh mit zu Mr. Gates. Komm. Wie du vorhin hast, Meister. Ich bin zutiefst beeindruckt. Du hast also in die Stadt eigentlich bringen können. Meine aufrichtige Ankennung ist dir somit sicher. Stell dir nur vor, unser Meister N. Ach ja, ein gar wahnwitziger Gedanke nagt an ihm und lässt ihn keine Ruhe mehr finden. Er ist der festen Überzeugung, die beiden Trainer, welche die legendären Trauungen ihr eigenen, sollten sich in einer entscheidenden letzten Schlacht gegenüberstehen, um den rechtmäßigen Helden zu ermitteln. Welch eitle Narretei. Dabei wurde ihm doch die Berufung, der neue Held zu werden, in die Wege gelegt. Und ihm überdies von Kindesbein an einer Erziehung und Ausbildung zuteil, die Einstellung an dem Ziel diente, ihn auf dem vorbestimmten Weg zu unterstützen. Selbst denkt der Trampum und erkennt ihn bereits als neuen Helden an. Seine Gedankengänge sind manchmal eben unerklärlich und unvorhersehbar. Ihnen ist für Ehre vorhaben, die Pokémon zu befreien. Wir werden den dummen und leichtgläubigen Menschen ihre Pokémon ein für alle Mal entreißen. So wird sich keiner dieser einfältigen Trainer und Sevi wieder in den Weg stellen und unsere Pläne durchkreuzen können. Die Pokémon werden uns allein gehorchen. Hörst du uns? Uns allein! Hahaha. Für was? Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn mein weisterhaftes Vorhaben erst Früchte trägt, dann werden diese törichten Trainer Lampfwurm nach unserer Pfeife vertanzen und eigene Pokémon die Freiheit entlassen. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann tausend, schließlich 1000. Ja, 100, dann 1000, nicht 1000, dann 1000. Weder Champ noch die eigenen Leiter werden diesem gewaltigen Adalas Einheit gebieten können. Und so wird schließlich der bloße Besitz von Pokémon als himmelschreiendes Unrecht gebrandmarkt und geächtet werden. Selbst Menschen wie die arme Belle werden es endlich überzeugt sein, der Gerechtigkeit einen Dienst zu erweisen, wenn sie ihren Pokémon die Freiheit schenken. Die Welt wird ihren Ansatz unwiederbringlich ändern und das, was wir kannten, wird nie wieder sein. Nie wieder! Auch wenn du Besitz dieses Steins bist, so bedeutet dies noch lange nicht, dass der Pokémon dich anerkennen würde und erst recht nicht, dass du Zeug zum Helden hast. Du sollst dir doch einfach nicht übers Herz bringen, dich von deinem geliebten Pokémon-Team zu trennen. So wünsche ich dir viel Mut und Glück. Du wirst es brauchen. Ja, du alter Sack. Schnell folgen wir ihn. Folgen, schnell, Nacht von Drake. Aber schon die geilste Brücke ever, oder? Hey, Patch auf deine Position, gleich kommt bei Nummer 1. TM56 Schleuder. Ich gerade einen Kopf geschleudert habe, ist übrigens die TM56 Schleuder. So möglich ist es, die Zielschaden zu finden, Items nach ihnen geworfen werden. Die Höhe des Schadens hängt dabei von dem geworfenen Item ab. Okay. Wir sind kurz vor Twin Drake. Oh, aha, dein Pokémon-Team macht was her. Lass mich doch mal sehen. Wir haben zwei Skelette vom Geistschlag gefunden. Wisst ihr wissen, was das bedeutet? Das bedeutet, wir sind doppelt gemein. Ach, doppelte Fieslinge und dann doppelte Opfer. Wer ist hier ein Opfer? Auf jeden Fall ihr beide. So, wollen wir die Opfer mal zu opfern? Okay, das war jetzt echt bestes Deutsch. Surfe sie mal nieder. Ich denke mal, Sepro, ja, hält das aus. Los geht's, ab Morai. Surfe alle nieder.
Also für Sephiroth ist es eine leichte Übung. Aber für die beiden ist es der reine Tod. Und tschüss. Und schon sind sie weg. Na, wer ist jetzt hier ein Opfer? Na, ihr beide. Wenn ich gewinne, musst du deinen Pokémon an mich abtreten. Ich glaube, du hast eine an der Klatsche. Na gut, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge. Harry, du bist Harry Potter, also... Na gut, wenn du Harry Potter bist, dann bist du sowieso wie tot. Na gut. Nassschweif! Erstmal schön auseinandergenommen. Na, was sagst du dazu, hä? Hast du auch noch diesen fetten Müllbeutel in deinem Team? Okay, okay, keine Gnade zu erwarten, Wassersäulen. Du lebst noch? Du dreckiges Etwas. Du dreckiger Bastard, geh sterben. Wie kannst du Wassersäule überleben? Ich krieg mich nicht ab, du. Jetzt mach ich den Motorfahrer meines Lebens zur Hölle. Du willst das hier durch. Dann begrüß mich freundlich. Okay. Verschwinde, du Opfer. Seht ihr, es war eine freundliche Begrüßung. Würde ich dir auch sagen, oder? So, ich würde sagen... Jetzt kriegst du eine Ackerwelle in your face. Bäm. Na, bist du dann down? Gut, tschüss. Und Blab machen. Wisst ihr, dass ich seit Ewigkeiten Flamberex nie aufs Gerät trainieren musste? Weil Flamberex schon so overpowered war. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gemerkt, aber ich habe Flamberex schon... Wann habe ich das letzte Mal aufs Gerät Training von Flamberex gemacht? Wann war das letzte Mal? Ich glaube, das müsste irgendwo vor... Jetzt habe ich es wieder. Das letzte Ausgangsgenie von Flamberex war vor der Pokémon-Arena von Rayona City. Seitdem ist Flamberex alleine normal gestiegen und, ich habe es ja am meisten eingesetzt. Und jetzt merkt ihr auch, warum Flamberex das stärkste Pokémon meines Teams ist. Okay, ich will dahin. Bei meinem Temperament und meinem Tempo kann mir niemand etwas anhaben. Doch schon, Sonic, aber du glaubst sowieso nicht an Sonic. Das hätte ich besiegen können. Aber er macht dich platt. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Das Ding, das wird ein harter Schlag. Komm, den Kampf gönnen. Der Kampf wird hart. Und dann wird es ein verdienter Sieg. Lol. Eigentlich hätte Admiral schwer haben müssen gegen den. Und er macht einfach platt. Das Kaufhaus? AP Plus. Ja. Könnte das ein Rotom-Event sein? Leute, hat es irgendwas mit Rotom zu tun? Das testen wir doch mal irgendwann mal aus, Leute. Ich werde mir mal einen Rotom-Cheat beschaffen. Also ich werde mir mal einen Cheat-Code beschaffen, dass wir mal Rotom herkriegen, weil Rotom kriegen wir ja nicht im Spiel. Und dann testen wir das doch mal aus. Was haltet ihr davon? Nächster Part, Rotom, wenn wir in Twin Track ankommen. Ich muss ja erstmal irgendwo den Code einsetzen. Verkaufst. Nice! Flopbälle! Ich habe wieder Flopbälle.
Perfekt. Was hast du im Angebot? Hyperstrahl und Gigastoß. 90.000, ach du Scheiße. So viel habe ich nicht. Ich bin schon für 2 TMs pleite gegangen. Ein paar Top-Tränke wären geil, aber ich müsste was verkaufen. Ich würde einfach zuerst mal verkaufen. Dann gebe ich dir meine ganzen Riesenpilze. Sehen wir uns mal auf. Wo habe ich denn die ganzen Mini-Pilze? Das hier muss auf jeden Fall auf die Sternstücke, die sind mir zu viel wert. Jetzt kaufe ich mir welche ein. Danke. Jetzt können wir weitergehen. Jetzt sind wir wieder bereit. Ich würde auch sagen, an der Stelle würde ich jetzt mal wirklich mal das Spiel speichern. Ihr wisst normal, ich speichere eigentlich nie den Spielstand hier ab. Oder ich speichere ihn überhaupt generell nicht in den Parts ab, sondern immer erst nach den Parts, weil da lohnt es sich am besten. Aber ich würde es einfach trotzdem jetzt hier auch machen. Der nächste. Komm doch in unser Team. Auch sage ich, du hast keine Wahl. Ich habe doch die Wahl. Ich weigere mich. So, du hast ein Zuro-Kex. Hast du noch was anderes im Team? Nein. Okay, Surfer. Erste Antwort, Surfer. Damit ist die Sache eigentlich schon erledigt. Wir sind immer noch kein Level 52. What the shit? Eine Limonade. Wer speichert denn hier Limonade auf die Straße? Hier gibt es ein Pokémon, was ich haben möchte. Oder fangen möchte. Nein, kein Pico-Chiller. Nein, ich habe ein ganz anderes im Sinn. Ich habe ein ganz anderes Pokémon im Sinn. Ihr wisst, was man hier noch fangen kann. Was macht der denn da vorne? Fangen wir gar mal an. 2. Ach du Scheiße. Ich will beides haben. Dann können Sie gleich mal lieber meine gesamten Attacken auf Molimorba. Du machst Wassersäule. Und du den Superball. Wir verwenden einfach mal unsere X. Ja, ich hab's einfach mal verschwendet. Damit habe ich. Scheiße! Du Stück Scheiße, hast mir mein Pokémon kommen lassen! Du hast mein Pokémon kommen lassen! Ich will kein Pico-Chiller, lasst mich! Ich will was anderes und nicht dieses Galantica, was wir gefunden haben. Ich will auch ein ganz anderes Pokémon haben.
Ja. Ich darf das nicht? Hör mal zu, du Arschgesicht! Ich hab starke Pokémon, ich könnte da locker hingehen. Aber nee, man will mich ja nicht lassen, ist ja nichts Neues. Ich hab gleich den Topschutz rein. Oh, da fangen wir lieber an Galantri. Gladiantri, meine ich eher. Bälle. Zeit für meinen Flopball. Ich mag die Flopbälle einfach so gerne. Weil damit kann man übel schnell die Pokémon einkassieren. Und drin. So, nächstes Pokémon. Mir fällt kein Name ein. Mir fällt kein Name ein und einfach mal in die Box. Kommt das Pokémon mal, was ich haben möchte? Hypnomorba könnte ich mir auch einfangen. Ich habe die Vorstufe, glaube ich, nicht. Na gut, fangen wir es ein. Flopballfeuer. Perfekt. Und ist im Kasten. Was kommt denn jetzt? Ein Pikachu, hab keinen Bock. Hab ehrlich gesagt keinen Bock auf dieses Pokémon. Gehen wir doch mal weiter. Richtung Twin Drake. Ja, laut Dark Cat hat, glaube ich, Twin Track in Punkt Schwarz eine moderne Fassung. Oh, Chaos hier entlang. Geht es dieser Lügner? Mit seinem manipulativen Gerät will er nur alle ins Licht führen. So für die Meluja Fakes, oh mein Gott! Hört mich an, ihr guten Leute. Der König seine Majestät Ellen hat seine Kräfte mit dem legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung schaffen und uns in eine glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Kunanis durch den Helden. Im Gegensatz zu uns einfältigen Menschen wohnen den Pokémon-Fähigkeiten inne, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Es gibt so vieles, was wir von ihnen lernen können. Wir müssen nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen helfen, das Joch abzuschütteln, dass wir Menschen sie so schmählich gespannt haben. Darum hört, ihr guten Leute, gründet mit uns Team Plasma jenes neue Land. Ein glückseliges Land, dem Menschen und Pokémon sich gleichmaßen am erquickenden Trunk der Freiheit berauschen können. Sprengt da zunächst die Ketten, die eure Pokémon zu Leibeigenen machen. Euer gebener Diener geht es, sagt tausend Dank für eure Weltaufmerksamkeit, ihr guten Leute, der Friede sei mit euch. So ein Arsch. So, jetzt sind sie weg. Stimmt, das haben wir die Pokémon unterdrückt. Sollten wir die Pokémon freilassen, so wie es Team Plasma sagt? Bitte nicht, ohne mein Pokémon wäre ich doch plötzlich so schrecklich einsam. Was war das Ganze, was er da gesagt hat, ist doch Unsinn. Die eine Region entstand damals, indem die Pokémon und die Menschen zusammengearbeitet haben. Falls Pokémon diese Beziehung zu Menschen nicht wünschen würden, werden sie uns längst verlassen. Ein Pokémon kann vielleicht ein Pokémon fangen, nicht aber seine Gefühle. Wollen wir Chaos? Lang nicht mehr gesehen, Lilia und Lysander. Laura und der Junge von neulich. Was denn? Was durch der Champion, der Pokémon-Liga den Rücken gekehrt hat und seitdem die Lande so streift? Ich komme gleich zur Sache. Verrat mir alles über das legendäre Drachen-Pokémon. Meinst du Zeckkamp oder Rechkamp? Warum interessiert dich das auf einmal? Bei der kleinen Ansprache von Ulin hat der Windige jetzt doch gesagt, dass ein Trainer namens Ellen Zeckkamp wieder erweckt habe. Oho,
dieser Trainer mit dem Namen Alan hat Chaos aufgetragen, das andere Traben-Pokémon zu suchen. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem Alan. Für seine eigene Überzeugung wäre die beiden Traben-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Was? Also die beiden Traben-Pokémon sind doch jetzt Freunde. So ist es, Lydia. Die Trainer sind es, die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie tun es, damit sich Trainer-Pokémon noch besser verstehen. Als dann, ich war mich auf zur Pokémon-Liga. Oder ich sage, ich kehre dorthin zurück. Natürlich werde ich Alan besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt so wie sie jetzt ist, eine Welt, der Trainer und Pokémon in Harmonie zusammenleben, gut ist. Was sich angeht, Chaos. Ich werde als Champ auf dich warten. Also hol den Orten von Twin Drake City und komm zur Pokémon Liga. Aber sieh dich vor, der Leiter von Twin Drake City ist sehr stark. Also ich verlasse mich auf euch, Lysander und Lia. Jetzt ist er weg. Ob er in Ordnung ist, er hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Mach dir keine Sorgen, Lilia. Er ist der stärkste Pokémon-Trainer der ganzen einer Region. Chaos war der Name richtig. Komm mal bitte mit zu mir nach Hause. Weißt du, wie Lau gesagt hat, ich will dir alles über das legendäre Traum-Pokémon erzählen, das was ich weiß. Lilia, wärst du lieb, vorauszugehen? Die Geschichte von Sekou und Reshkam, wir erzählen sie dir. Und ich führe dich durch Twin Drake City hier entlang. Yo. Der spielt immer Musik. Da geht's lang. Doch, wie die Geschichte... ja, was dann Geschichte dann erzählt wird, das sehen wir im nächsten Part. Und ja, ich werde jetzt kurz Offscreen-Training machen, weil ich werde wahrscheinlich jetzt meinen zweiten Kandidaten für die Arena jetzt fertig machen. Der ist leider noch nicht stark genug, aber ich werde ihn jetzt trainieren, dass er noch dann heute Abend, wenn ich dann die nächste Session ansetze, weil ich will nämlich jemanden dabei haben, aber er kann erst heute Abend... Mit dem möchte ich dann die Session aufnehmen und ich denke mal, wenn ich dann meinen Kandidaten fertig dafür trainiert habe, dann geht es richtig ab. Ihr könnt natürlich wieder Kommentarwertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Emerald Control.